was, Leute, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht es um etwas für Groß und Klein, und zwar um eine LED-Nachttischlampe der Firma Bestio. An dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön an die Firma Bestio für die Bereitstellung dieser wunderschönen Lampe. Und ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt erstmal im Detail, danach kurz, wie man sie am besten verwendet, sprich die technischen Details etc., wie sie funktioniert. Und würde sagen, lasst uns gleich mal beginnen. Gefällt euch rein optisch und auch von der Lichtqualität, sprich von der Lichtwärme, von den Farben und so weiter, genauso gut wie mir. Und nun würde ich euch gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist eigentlich ganz simpel, und zwar erstmal vorweg, die LED, die verbaut ist, hat eine Leistung von 1,5 Watt. Das ist wirklich sehr, sehr wenig, aber wie ihr gesehen habt, die Lichtstärke ist wirklich sehr, sehr hoch. Sprich, das ist eine gute LED, die verbaut ist, und das wollte ich einfach nur mal ganz kurz anmerken. So, nun hier unten sehen wir den Ein- und Ausschalter. Dann gibt es hier einen Schalter in der Mitte, der macht das Licht warm weiß. Um es zu dimmen, gehen wir einfach mit unserem Finger länger drauf. Dann wird sie langsam dunkler, wie wir sehen. Um sie heller zu machen, gehen wir mit dem Finger einfach nochmal kurz drauf. Wie wir sehen, dann wird sie ganz langsam heller bis zur Maximalhelligkeit. Um sie auszubekommen in diesem Modus, einfach mal der Doppelklick. So, nun zur nächsten Funktion. Das ist die Farbwechselfunktion. Dort wechseln die Farben automatisch, und um diese Lampe in dem Zustand hier natürlich heller zu bekommen, ist es derselbe Move wie in der warmweißen Option. Ihr klickt einfach länger drauf, dann wird es heller, und wenn ihr nochmal drauf klickt länger, dann wird es wieder dunkler, wie wir sehen. Wie sie ausgeht, ist auch ganz simpel. Der Doppelklick, und um eine Farbe auszuwählen, dann klicken wir einmal drauf, dann ist hier zum Beispiel orange und wir wollen ein blau, dann können wir genau, wenn das blau kommt, draufklicken einmal, dann bleibt sie bei der Farbe stehen und ihr habt die gewollte Farbe. Für mich eigentlich ganz simpel, steht auch nochmal super beschrieben in der Beschreibung, und ja, würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Bei weiteren Fragen stellt euch mir gerne in die Kommentare. Ich werde schnellstmöglich antworten und würde mich über einen Daumen hoch für dieses Video freuen. Selbstverständlich, wenn ihr ein Abo dalasst, und sage an der Stelle mal wieder ciao und bis zum nächsten Mal.